Cristiano Ronaldo gewinnt den Ballon d'Or und ist somit Weltfußballer des Jahres. Das alles und noch viel mehr im Nachrichtensplitter, diesmal bezogen auf Sport, jetzt hier. Erstmals seit 2009 hat die französische Zeitschrift France Football wieder den Ballon d'Or allein vergeben. Früher war es wieder so, dass sie es zusammen mit der FIFA gemacht haben, seit diesem Jahr endlich wieder getrennt. Das heißt also, es könnte dieses Jahr sogar zwei Fußballer des Jahres geben. Vielleicht dann bei France Football ist Cristiano Ronaldo und bei der FIFA auf einmal Messi. Das ist sehr gut möglich. Natürlich unterscheiden sich die Geister, ist Messi der bessere Fußballer oder vielleicht doch Ronaldo. Da gibt es natürlich immer wieder unterschiedliche Meinungen. Die einen lieben den, die anderen lieben den. Fakt ist aber, beide sind bombastische Fußballer, haben einiges drauf und sind zu Recht immer wieder oben mit dabei. Cristiano Ronaldo hat den Ballon d'Or im Jahre 2008 schon gewonnen. Damals wurde es ja noch, wie gesagt, alleine abgestimmt. Im Jahre 2013 und 2014 in der Kombi mit der FIFA hat er ihn auch gewonnen, aber jetzt vom France Football wieder alleine gewählt worden zum Weltfußballer des Jahres. Glückwunsch. Und dann natürlich, was noch ein Thema war, Bruchhagen löst Beiersdorfer ab. Ja, Bruchhagen geht zum HSV, hat ja im Sommer erst bei meiner Eintracht aufgehört zu. Natürlich wurde ich oft gefragt, was meine Meinung dazu ist, dass der Ex-Frankfurter auf einmal so schnell wieder beim HSV ist. Ja, soll er halt machen. Ich meine, der ist immer bei uns und ich finde es in Ordnung. Ich meine, der HSV hat es bitter nötig und ich denke mal, wenn den HSV einen retten kann, ist es eigentlich Bruchhagen. Wobei man hier sagen muss, der Bruchhagen ist ein Sparfüchschen. Und man hat es immer wieder bei der Eintracht gemerkt, hat kein Geld locker gemacht. Man braucht aber, wie gesagt, auch nicht großes Geld, um gut zu spielen. Man sieht ja auch, wer viel Geld hat, da klappt es nicht. Siehe Hamburg, die auch richtig viel Geld in den Kader gesteckt haben, aber es klappt nicht. Oder Wolfsburg, zu diesem Thema kommen wir gleich auch noch. Ob Bruchhagen aber dann wirklich den HSV retten kann mit seiner Sparfüchschen-Methode, ist die andere Frage. Aber er hat auf jeden Fall überall gute Connections, ist gern gesehen, auch als Studiogast. Aber auf jeden Fall kann Bruchhagen viel in Hamburg bewirken. Ich denke, das wird er auch machen. Nur die Frage ist ja natürlich, was macht der HSV sportlich? Und böse Münder behaupten, dass Bruchhagen extra gewartet hat, wie der HSV sich jetzt die letzten Tage entwickelt. Er fängt jetzt im Januar an und ich glaube, oder viele sagen zumindest, wenn der HSV sich nicht so jetzt gerettet hätte die letzten Spieltage, wäre er vielleicht nicht hingegangen. Denn Bruchhagen war ja immer wieder beim HSV im Gespräch. Und jetzt, wo sie sich wieder verbessert haben, hat er auf einmal zugesagt. Und dann kommt der HSV, gewinnt Spiele, ist vom 18. vom letzten Platz weg und dann sagt der Bruchhagen auf einmal zu. Ob es jetzt so stimmt oder nicht, ob er wirklich dahin gegangen wäre, ist die andere Frage. Denn er hat ja gesagt, wenn der HSV fragt, ist es eine Pflicht. Und jetzt zum VfL Wolfsburg. Ja, Klaus Allofs ist weg, wurde freigestellt vom VfL Wolfsburg. Und ja, es hat sich ja wirklich angekündigt, nachdem sie so schlecht gespielt haben. Ja, die spielen praktisch im Moment um Abstieg, muss man ehrlich sagen. War es eigentlich fast klar, dass irgendwie der Allofs sogar dran glauben muss. Denn ihm werden Fehler in der Kaderplanung vorgeworfen. Bli, bla, blub. Aber ganz ehrlich, es mangelt nicht nur da. Denn der VfL Wolfsburg hat einfach sehr, sehr viele Baustellen. Das ist nicht nur Klaus Allofs, sondern überall. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass beim VfL Wolfsburg vor allem die Kräfte teilweise fehlen. So ab der 60. 70. Minute merkt man wirklich, blub, geht's so runter. Da fehlt also die Fitness. Ich glaube auch die Einstellung stimmt einfach nicht. Das hat also auch was mit dem Trainer zu bedeuten. Das heißt, man muss wirklich auch in die Spieler reingehen. Ein Trainer muss das können, aber auch das Team drumherum um den Trainer. Man muss sagen, am Geld mangelt es ja nicht. Da pumpt der VW mehr als genügend rein. Aber Geld schießt keine Tore. Was bringt mir der Star, der Star, der Star, wenn das Tier nicht harmoniert oder nicht fit ist? Auch der HSV. Der hat teilweise so gute Spieler.
und hat immer da unten rumgedümpelt. Das ist einfach nicht verständlich. Dann heißt es also, da stimmt was wirklich im Team nicht. Dazu kommt ja noch das ganze Problem mit Draxler. Ja, Wechselgerüchte, er will unbedingt wechseln. Draxler hat, glaube ich, auch die Realität verloren. Sprich, ist abgehoben, möchte das und das werden. Ja, da kann, glaube ich, Schalke wirklich froh sein, dass er den dann doch los hat. Aber, ganz ehrlich, Wolfsburg hat sehr, sehr viele Probleme. Nicht nur oben im Vorstand. Das kommt ein Trainer, das kommen die Spieler, das kommt alles. Und der Abstieg wäre definitiv fit. Und da wird sich auch Fußball Deutschland auf jeden Fall freuen. Ich glaube auch, der größte Fehler war einfach, De Bruyne zu verkaufen. De Bruyne war einer der besten Spieler. Klar hätte er nochmal finanziell was reingespielt. Hat ja auch finanziell viel reingespielt. Man hat aber keinen äquivalenten Ersatz gefunden für De Bruyne. Das heißt, genau da ist die Lücke. Die haben gedacht, Draxler, klappt aber nicht, ne? Draxler ist nicht so da. Und De Bruyne war einfach ein richtig wichtiger Spieler für Wolfsburg. Und das merken die einfach. Aber trotzdem ist es krass, wie ein Spieler so viel bewirken kann. Das heißt wirklich, der eine Spieler ist da, bam, spielen aber im Abstieg. Das ist schon krass. Das heißt also, Wolfsburg müsste sich wirklich in der Winterpause sehr stark eigentlich verstärken, damit nicht irgendwie wirklich das böse Erwachen kommt. Und ganz ehrlich, Klaus Allers hat nicht alles falsch gemacht. Wenn man bedenkt, was Wolfsburg alles in den letzten Jahren gemacht hat, ne? Zum Beispiel die Bayern schön weggeklatscht, auch wenn es im Endeffekt vielleicht nicht so unbedingt viel gebracht hat, aber trotzdem, in Europa staunten viele über De Bruyne. Klar, er hat ihn verkauft, aber trotzdem, sie haben wirklich Bayern abgezogen, haben Dortmund auch besiegt und das ist wirklich starke Leistungen gezeigt. Wirklich richtig starke Leistungen. Und dann natürlich die Verkäufe der Spieler und ja, die wollten unbedingt wechseln und da blieb der Klaus Allers einfach zu inkonsequent. Er hat mit Strafen gedroht, internen Strafen, aber ja, blieb dazu inkonsequent und das haben natürlich Spieler ausgenutzt, wie Draxler oder der Lord Bentner natürlich. Ja, das sind halt Spieler, die halt es ausnutzen, wenn er nicht hart bleibt. Die nutzen jede kleine Lücke und bäm. Nicht zu vergessen natürlich auch Kruus mit seinen kleinen Schwangerschaftsbäuschen. Und ich denke mal, sein allergrößter Fehler, was dann natürlich auch entschieden hat, Valerian Ismael einfach zu holen. Als Trainer. Vielleicht liegt es daran, dass er wirklich den Valerian Ismael holen wollte, weil es im Moment so ein kleiner Trend ist oder auch erfolgreicher Trend. Aber ja, nicht immer klappt das so ein Trend, ne? Und das hat Wolfsburg perfekt bewiesen. Und jetzt würde mich natürlich mal eure Meinung zu den Themen interessieren. Findet ihr gut, dass Ronaldo vom France Football zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden ist? Was ist eure Meinung zu Bruchhagen zum HSV? Und natürlich das Thema VfL Wolfsburg. Schreibt mir in die Kommentare, mich würde es freuen. Bis dahin und ciao, ciao.